Ja, so Zeitverspulen. Hier Zeitverspulen oder ein bisschen weiter nach da? Ne, hier ist okay. So, Schiffsprojekt abgeschlossen. Reparieren Rumpf. Endlich. Es war echt unheimlich. Das Ding ist hier fast auseinandergefallen. Ich habe die Reparaturen am Rumpf der Edikt fertiggestellt. Es ist beunruhigend. Es ist beruhigend, dass sie nun erneut widerstandsfähig ist. Aber das ist kein Freibrief, sie unnötigen Risiken auszusetzen, Commander. Ja, ich werde darauf achten. Geschützbatterien sind offline. Die müssten wir reparieren. Bräuchte aber Servitoren, die wir nicht haben. Es bräuchte alles Servitoren, die wir nicht haben. Es war eine gute Idee, die automatische Servitorproduktion zu bauen. Das haben wir gebaut, richtig? Das ist Baugeschwindigkeit. Alle 10 Tage ein Servitor. Ist nicht viel, zugegeben, aber es hilft. Ah, die nächste Stufe davon würde es 4 Servitoren kosten, die wir jetzt gerade haben. Und sollte es alle 5 Tage einbekommen. Alles andere können wir uns eh nicht leisten, ne? Ja, nee. Langfristig wirkt das hier sehr gut. Go. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass hier gleich was passiert. Augmentic installiert. Tauwarn. Commander, ich freue mich, melden zu können, dass Bruder Tauwarn, Interceptor, sich von seinen kritischen Wunden erholt hat und in den Kampfdienst zurückkehren kann. Aufgrund seiner Verletzung mussten wir die Augmentic-Gelenkverstärkung einsetzen und Oberste Apothecarius schätzt, dass er 32 Tage benötigen wird, um sich vollständig zu erholen. Dieser Augmentic hat keine Auswirkung auf die Leistung des Ritters und wird nicht im Fähigkeitsausrüstungsset aufgeführt. Okay. Blütenwuchs erkannt. Wurde auch Zeit. Unser Prognostikarius-Korps hat 3 neue Ausbrüche der Blütenaktivität in diesem Sektor aufgedeckt. Wir haben Titan informiert und müssen nach besten Kräften auf diese neuen Einfälle reagieren. Okay. Wir haben einen ganz weit weg und 2 nah dran. Ja, nehmen wir doch die 2 nah dran. Oh. Fragezeichen, Fragezeichen. Ist aber Gefahrenstufe niedrig. Wie kann eine Gefahr unbekannt sein und trotzdem niedrig? Das würde ich anders einschätzen. Okay, fliegen wir hin. Oh, was? Tiefe Wunden, Heilung ausgesetzt. Die Apothekarien der Edik teilen dir mit, dass die Wunden von Kalon Rukan zu schwerwiegend sind. Mit den uns an Bord zur Verfügung stehenden medizinischen Einrichtungen wird man sie nicht behandeln können. Ohne einen direkten Eingriff wird er sterben. Commander, there is a hospitalis station nearby with medical supplies that could make a difference, if you would permit me to set a course. The life of a single warrior will not shift the tide of this campaign. Mind your tongue, Inquisitor. That is my brother's life you dismiss so callously. You have many brothers, Ektar. One misstep against this bloom and we all will fall. Setze den Kurs auf die Koordinaten der Einrichtung. Es wäre schön, wenn wir eine ungefähre Einschätzung davon hätten, wie weit das weg ist. Weil momentan sind wir in der Lage, beide Missionen dieser Blütenphase zu machen. Bin ich mir einigermaßen sicher. Wenn es aber ein zu großer Umweg ist, dann schaffen wir vielleicht nur einen. Setze riskante medizinische Verfahren ein. Da wird er irgendwelche Debuffs bekommen oder so. Nein, komm. Wir haben eh einen leichten Mangel an Soldaten. I shall consult the navigators at once. Okay. Inquisitor, the strain on the astropaths makes these communications exorbitant. And I do not have time to bandy words over your lack of progress. Purge this spawn of chaos soon,
or I will reassign the edict elsewhere. Das war nicht gut. Verfügbare Regulierung 3. Noch mehr bessere Ritter. Ich glaube, auch bessere Waffen klingen nicht schlecht. Zusätzliche Ritter werden in Rotation durch Missionsbelohnung verfügbar gemacht. Titan garantiert nicht, dass ein Ritter einer bestimmten Klasse verfügbar sein wird. Was ist das da? Na gut, machen wir so, dass wir ausgewogen sind. Dann haben wir nur noch einen Requirierungspunkt. Ja. Okay. Wir wollen dahin. Wir haben aber Zeit. Wir können einen kleinen Zwischenstopp machen. Eine Mission machen, wo wir uns noch mehr verletzen können. Und dann zum Krankenhaus. Und nach dem Krankenhaus vielleicht sogar noch dahin. Aber ich denke, wir werden nicht genug einsatzfähige Soldaten haben. Also, unbekannter, leichter Feind. Alle Träge des Satz eliminieren, Mission abschließen, bevor du 25 Schaden erleidest. Ah, es wären ordentlich viele... Wie schnell ist 25? Oi. Hey du, du hast 12. Also 2,5 sollten, na eher 2. 2 Soldaten komplett down. Wenn man bedenkt, wie vorsichtig ich mit der Heilung bin, also wenn die ein Drittel Schaden schon genommen haben, dann heile ich ja schon. Das passiert öfters. Also ich denke, in den meisten Missionen nehmen wir um die 25 Schaden. In der letzten natürlich noch mehr, aber so sollte es idealerweise nicht laufen. Die Mission ist allerdings leicht. Also ich denke, das können wir mitnehmen. Ja. Wenn es nicht klappt, gibt es einen weniger, dann haben wir immer noch plus 1. Also, achso. Ja, bestätigen. So, idealerweise. Keine angeschlagenen Soldaten. 5er Justica in Terminator-Rüstung. Das gefällt. Dann Interceptor. Level 1 Apothekari. Oh Gott. Und ein Purgator. Du kannst nicht zu viel in der Terminator-Rüstung tragen, oder? Aber wir haben da gerade eine über. Sobald es noch freigeschalten werden. Sieht schon schick aus. Also wir wollen keinen Schaden nehmen. Keinen Schaden nehmen heißt sehr viel Schaden austeilen. Dafür sind die Granaten gut. Die meisten Waffen. Wehrstab. Diese Ritter hat eine Chance von 25% am Ende des Zuges automatisch Aegis Schild auszulösen. 3 Schaden. 4 Schaden. Sind aber schon alle ausgerüstet. Wir haben überall nur Tech 1 Zeug. Plus 5 Crit, plus 1 Crit Schaden. Nee, wir bleiben beim 4 Schaden, ja. Bleiben bei dem. Haben wir eine bessere Terminator Rüstung für dich? Ja, mehr Lebenspunkte.
mehr Resistenz. Und extra, ja, noch mehr Nackenschutz, auch wenn du gar keinen Nacken mehr hast. Funkeltüter auch. Haben wir bessere Granaten? Nein, wir haben nur die eine Granatenart bisher. Du bist ein Burgator. Du solltest eigentlich sowas haben, ne? Und dazu das Ding. Ja. Okay, also. Randstamm von Tanken und Schnetzeln. Rand teleportieren und Schnetzeln. Überall Flächenschaden machen. Du heilst regulär. Wir nehmen dir den Schädel weg. Aber wir dürfen nicht getroffen werden. Weil wenn wir nicht getroffen werden, brauchen wir auch keine Heilung. Macht Sinn, oder? Stattdessen mehr Badabom. Nee, ist okay. Also, Plan. Alles töten, nicht getroffen werden. Es kann nur gut gehen, oder? Ja, finde ich auch. Sie sind alle schon im Einsatz. Fernkampfwaffe, Stormbolte auch schon im Einsatz. Nee, alles nur Standardausrüstung für dich, sorry. Ich hätte eigentlich gern einen höheren Medic. 10 Tage. Das sind nur leichte Wunden. Aber so levelt er wenigstens schnell. Das passt schon. Vertrauen wir dem Imperator, dass das alles gut geht. Wenn es nicht gut geht, waren die Chaoskräfte schuld. So funktioniert das. Ah, wenigstens das Schiff sieht wieder gut aus. Links ist einer, der den Helm abnimmt. Ein eitler Bruder. Heißt du vielleicht Lucius? Fortfahren. What do we know of this place, Tech Priest? Archival data of these coordinates is indecipherable. However, the report from the Augurium is clear. The bloom seeds are below. Our mission is clear. Ein, zwei, relativ nah beieinander. Drei? Ja. Oh. Okay. Looking now. 47. Hier sind alles Nahkämpfer. Was machst du? Gods, watch over me! At the ready. Das ist jetzt etwas ungünstig, weil die stehen weiter hinten. Wir können mit Overwatch arbeiten. Was ist mit der Statue? Nee, diese Runde noch nicht. Okay, dann geh wieder zurück. Und ja, von wo kommen die jetzt eher? Also er kommt vielleicht hier rum, aber ich denke, die meisten anderen werden da lang gehen. Also gehen wir in die Richtung. Und wenn wir mit allen Overwatch gehen, sollte das ordentlich haben.
Naja, du kannst keinen Overwatch gehen, ne? Nee. Verbraucht die gesamte Munition, visiere einen Ritter in beliebige Reichweite an, der für den nächsten Distanzangriff pro 2 Munition plus 1 Schaden erlangt. Nein. Kann ich so auf einen von euch schießen? Oh, kann ich so auf das Ding da hinten schießen? Nein. Ich würde gerne das. Ach, schade. Ich kann nur auf dich schießen. Verwundbar. Was macht das jetzt? Verursacht verwundbar 100% für einen Zug. Also auch während sie reinlaufen, sind da verwundbar. Das ist gut. Rüstungszerstörung 3. Bringt nichts, sie haben keine Rüstung. Der eine hat einen Punkt Rüstung. Ich glaube, der ist dahinter. Ignoriert Deckung. Nö, brauchen wir nicht. Gucken, ob das alles so gut geht. They shall not pass. No demon shall avoid its fate. Und die mussten hinspringen können. Schaden war das. Wir müssen Schaden aufschreiben. Müsste marginal sein. Sind also doch nicht alles Nahkämpfer. Yes, Commander. Machen wir das. Back. So. Ammo. I have sanctified my rounds. Ein LP und bei ihm müsste auch ein LP sein, also zwei bisher. Ach, können wir oben auch ablesen? Ja, super. Das haben die echt gut gemacht. Dass alle Zwischenschritte auch immer schön angezeigt werden und instant updated werden. Er macht die beiden. Zweiter auch tot? Another falls to the Knights of Titan. Yes, sir. We are the hammer. Du kannst an den so ran. 50% auf Abbruch des Nahkampfangriffs. Ah, papalapap. Kommt ein Terminator angelaufen. Gut. Bleibt nur noch er. Er teleportiert sich mal zu dem hin. Ruhig bis hier angriff, wenn er tot ist. Dann kannst du vielleicht noch auf den da hinten schießen. Nein, knapp nicht. Das ist nicht gut für unsere Ratio. Das ist noch nicht mal einer von den drei Truppen, die wir noch aufmischen müssen. 17 Schaden nur noch. Durchgedreht.
seine Schädelanzeige runter. Na gut, 17 Schaden noch. Das können wir auch nicht wieder hochheilen, richtig? Gucken, ob wir da arbeiten können. Nee. Okay. Das wäre zu einfach gewesen. Okay, alle Ticken vor. With me, my brothers. Blüte kommt gleich. With haste. Yes, sir. We are discovered. Ah, ein Seuchenwerfer. Oh, die kommen zusammen. Oh, schön. Kannst du das Ding, kannst du auf zwei fallen lassen? Aber es kann auch einer von hier hinten machen. Du bist viel zu weit weg. Guck mal, ob du von hier aus für die Granate werfen kannst. Nein. Wähle einen Ritter in der... Achso, wir haben noch die 2 AP, die wir Bonus machen können. Das sollte auch schon irgendwie passen. Du könntest... Unleash me! Ich würde ganz gerne die hier... in die Richtung schubsen, dass sie denn hier miteinander explodieren, ohne dass das Ding sie besser treffen kann. Gehen wir schon mal da ran, dass wir es gleich umhauen können. Wir haben jetzt noch 1 AP nur noch. Nutzen dann die Granate, um die beiden in die Richtung irgendwie zu werfen. Können hinhauen. Nutzen dann dich mit 2 AP. Yes, Commander. Und können die beiden hinteren nur treffen, leider. Oh, einer ist irgendwo runtergeflogen. No match for the Emperor's chosen. Fast down. Der andere ist im Nahkampf gebunden. Wir sind eh auf 100%. Go. Das kann auch im Nahkampf, okay. Du hast noch 3 AP. Und du hast auch noch 3 AP? Weiß. Okay, stopp. Schieß. Sollte jetzt sterben durch den Finisher von dem anderen. Bow destroyed, Commander. Du hast so eine erhöhte Reichweite, aber nicht so eine erhöhte Reichweite. Dann von hier. Passt das. Weg mit dem. Gut. Okay. Woge kommt gleich. Aufrücken. Standing ready.
It will be done. Wir sollten noch mehr mit Schilden arbeiten, dass keine AP abgezogen werden sollen, die Schilde von dem Terminator. Unleash me. Da ist einer. Wo ist der letzte? Da ist der letzte. It will be done. Komm, put. Steig und zieht hoffentlich keinen AP ab. Max WP. Das ist okay. Die meisten haben schon WP verbraucht. Blüte bei 0%. What is your will? Yes, come on. Taking position. Ist das Gulliman? Wahrscheinlich, oder? Sieht auf dem Portal aber kein U. Wo soll es der Imperator sein? Nee, er ist viel zu klein. Die Statue von dem umschubsen. Ich weiß nicht, ob unsere Soldaten den Befehl annehmen würden. Standing ready. Zumindest nicht in dieser Ära. Yes, sir. Ich bin gerade sehr vorsichtig mit dem Aufrücken, damit alle von denen auch nah genug dran sind, falls wir Kontakt machen, weil der Trupp ist nicht so weit weg. Ne, da warten wir noch eine Runde. Ja, besser ist.